Die Rahmenbedingungen sind bekannt. Der Leitzins im Euroraum bewegt sich noch immer auf seinem historischen Tief im Bereich von 0,5%. Ein Umstand, über den in Deutschland immer lauter lamentiert wird. Die Sparer würden enteignet. Es werden eigentlich nur die Risiken einer solchen Niedrigzinsphase dargestellt. Doch ist das eigentlich fair? Gibt es wirklich nur Risiken einer Niedrigzinsphase? Genau diese Fragen möchte ich heute erörtern mit meinem heutigen Gast Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott. Herr Schott, realistisch betrachtet, die Niedrigzinsphase ist ein absoluter Glücksfall für Aktionäre. Denn betrachten wir das vergangene Jahr. Keiner wird abstreiten, dass der DAX im Jahr 2013 stark liquiditätsgetrieben war, oder? Gut, es waren natürlich zum einen die Rekordgewinne bei den Unternehmen, die die Kurse beflügelt haben. Es war zum zweiten einfach auch die Fülle an Liquidität, die der Markt zur Verfügung hatte. Und zum dritten natürlich die fehlende Anlagealternative im Anleihenbereich. Die BMW emittiert heute eine dreijährige Anleihe mit einem Zinskupon von 0,6%. Auf die zehnjährige Staatsanleihe gibt es 1,5% vor Steuern. Nach Steuern, nach Inflation ist das Geldentwertung, was sie hier machen. Immer wieder ist in den vergangenen Tagen und Wochen, insbesondere in der Presse, zu lesen, dass Sparer enteignet würden. Kann man da nicht eigentlich nur sagen, hört auf zu sparen, beginnt zu investieren, nehmt Kredite auf, kauft Häuser, kauft Aktien? Zum einen ist natürlich viel Geld in den Konsum geflossen in den vergangenen ein, zwei Jahren, ganz klar. Das hängt damit zusammen. Zum anderen ist sehr viel Geld in den Immobilienbereich geflossen. In vielen Gegenden haben sie Rekordpreise für Häuser, für Eigentumswohnungen. Versuchen sie mal einen Handwerker zu bekommen. Viel ist in Reparaturen geflossen. Aber ganz klar, andererseits sitzen die Anleger auf Rekordbeständen an Tagesgeld, an Festgeld. Also irgendwo geht die Gleichung noch nicht ganz auf im Moment. Aber Fakt ist, Sparer müssen doch definitiv anders ihr Geld anlegen als bisher. Denn an der Niedrigzinsphase wird sich doch mittelfristig nichts ändern, oder? Es zeichnen sich in den USA nun erste Zinserhöhungen ab. Die Inflation ist dort ein bisschen im Kommen. Die Arbeitslosigkeit ist im Sinken. Also hier könnte es durchaus sein, 2015, dass es mal wieder nach Norden geht mit den Zinsen und nicht nur nach Süden. In Europa denke ich, dass das später eintreten wird, weil einfach die Südländer und auch Frankreich hier noch nicht in die Puschen gekommen sind. Was würden Sie denn in der aktuellen Situation den Sparern bzw. Anlegern raten? Zuerst kühlen Kopf bewahren. Lassen Sie sich um Gottes Willen nichts irgendwas aufschwatzen oder in irgendwas hineinschwatzen. Machen Sie das, was zu Ihnen passt. Ansonsten führt an guten Aktien natürlich kein Weg vorbei. Gehen Sie einfach nach Finnland. Dort kriegen Sie bei Fortum, das ist ein Energieversorger, 6,8% Dividendenrendite. Gehen Sie nach Dänemark, TDC, ein Telekommunikationsanbieter, 9,1% Dividendenrendite bei wirklich einer guten Bilanz. Oder, falls Ihnen die Länder nicht liegen, gehen Sie nach Frankreich. Ja, dort kriegen Sie 7,2% bei Neopost. Das ist ein Logistikunternehmen, auch gute Bilanz, Wachstumsraten. Also an guten Dividendenaktien ist sicherlich eine wichtige Beimischung. Andererseits, bei der aktuellen Kurshöhe rate ich Anlegern dringend auch zu einem Wertsicherungskonzept, entweder über die Asset Allocation oder, wie wir es in der Vermögensverwaltung mitmachen, mit statistischen Verfahren. Vor allem informieren Sie sich und am besten bei Besser Stuttgart TV. Das war Dr. Max Schott von der Vermögensverwaltung Sand und Schott. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön, ja.